Und hallo YouTube und willkommen zum sechsten Teil unseres Finales von Elder Scrolls Lore. Mit dieser Folge wird Elder Scrolls Lore enden und so bringen wir unsere Reise mit der Geschichte der vierten Ära zum Abschluss. Mit diesem Video wird auch die Umfrage zum neuen Lore-Thema enden und das nächste Projekt, die nächste Lore-Reise, auf die wir uns begeben werden, wird in einer Woche enthüllt werden. Den Beginn der vierten Ära bildete die Oblivion-Krise und das Ende der Septim-Dynastie mit dem Opfer von Martin Septim. Beinahe ganz Tamriel war schwer durch diese Krise getroffen worden, mit Ausnahme von Schwarzmarsch, wo die Argonier erfolgreich die Invasion der Daedra abwehren konnten. Das Kaiserreich hatte zudem noch seinen letzten Kaiser verloren. Im Zuge des Chaos, das nun folgte, versuchte der älteste Rat und besonders Kanzler Okato, die Ordnung im Reich aufrechtzuerhalten und die Schäden der Oblivion-Krise zumindest zu begrenzen. Und für eine kurze Zeit gelang ihm das auch, doch es bahnten sich bereits weitere Katastrophen und Probleme für das Kaiserreich an. Im Jahr 5 der vierten Ära stürzte der Bardau in Morrowind ab und zerstörte die Stadt Vivec und im selben Jahr brach der Rote Berg aus. So wurde das fünfte Jahr der vierten Ära als das Rote Jahr bekannt und Morrowind wurde noch weiter verwüstet. Viele Dunmer, vor allem in Vardenfell, mussten die Flucht ergreifen und zogen so nach Himmelsrand, während das Kaiserreich auf die Bitte um Hilfe aus Morrowind kaum antworten konnte, lag doch auch ganz Cyrodiil noch immer in Trümmern. Nur ein Jahr später nutzten dann die Argonier die Schwäche der Dunmer aus und griffen den Süden von Morrowind an. Ein Akt, durch den sich die Argonier auch vom Kaiserreich abspalteten, das aber den Dunmer noch immer nicht zu Hilfe kommen konnte. Im Jahr 10 wurde Kanzler Okato dann ermordet und das Kaiserreich begann zu zerfallen. Und ein zweites Interregnum, das Sturmkronen-Interregnum, in dem erneut viele verschiedene Fürsten, Generäle und Kriegstreiber um den Thron kämpften, begann. Durch diesen faktischen Zusammenbruch verlor Asinium ein weiteres Mal den Schutz des Kaiserreichs und die Rotverdunnen und Bretonen nutzten diese Gelegenheit ebenfalls rasch aus. Sie marschierten gegen Orsinium und die Stadt der Orks wurde zum dritten Mal zerstört. Viele der Orks ergriffen die Flucht und auch sie gingen vor allem nach Himmelsrand, wo sie aber noch weit weniger freundlich aufgenommen wurden als die Dunmer und es kam häufig zu Konflikten und Kämpfen. Letztlich aber dauerten die Kämpfe im Kaiserreich dieses Mal weit weniger lange an als in der zweiten Ära und nach 7 Jahren Bürgerkrieg in Cyrodiil gelang es Titus Mede dem Ersten, den Thron der Kaiserstadt zu erringen und alle seine Widersacher auszulöschen. Damit schien das dritte Kaiserreich eine Chance zu haben, sich wieder zu erholen und die Mede-Dynastie begann. Doch zugleich erhoben sich auch bereits neue Feinde. Die Talmor hatten nach der Oblivion-Krise immer mehr Macht erlangt und im Jahr 22 ergriffen sie auf Somerset vollends die Kontrolle. Damit begann ihr Aufstieg aber erst. Im Jahr 29 gelang es Anhängern der Talmor in Valenwald einen Umsturz durchzuführen. Damit schlossen sich auch die Bosmer den Hochelfen an und die Talmor riefen den dritten Altmeribund aus, der sich ebenfalls vom Kaiserreich abspaltete. Die Talmor erlangten bald aber auch einen recht negativen Ruf, selbst unter den Elfen, vor allem für ihre radikale Haltung gegenüber Menschen und zum Teil sogar anderen Elfen. Vor ihren extremen Ansichten ergriffen sogar einige andere Altmeer von Somerset die Flucht. Sie suchten Zuflucht in der Stadt Sentinel, doch die Agenten der Talmor verfolgten sie und griffen an. In der Nacht des grünen Feuers wurden sie alle von den Talmor getötet, wobei durch die Kämpfe ein ganzer Distrikt von Sentinel zerstört wurde. Damit hatte das Kaiserreich einen immer mächtiger werdenden neuen Konkurrenten. Und im Jahr 48 traf schon die nächste Krise ein, als die schwebende Stadt Umbriel in Tamriel auftauchte und eine schreckliche Armee von Untoten mit sich brachte. Nur dank des mutigen Eingreifens von Atrebus Mede konnte Cyrodiil vor diesem Angriff noch gerettet werden. 50 Jahre später verschwanden dann die beiden Monde Marsa und Secunda vom Nachthimmel, was besonders für die Khajiit eine Katastrophe und ein dunkles Omen war. 2 Jahre später, im Jahr 100, tauchten sie dann wieder auf, wobei niemand wusste, was das Verschwinden verursacht hatte. Die Talmor aber behaupteten, dass sie es gewesen waren, die die Monde zurückgeholt hätten. Die Khajiit glaubten ihnen und sahen die Talmor als große Helden und Retter und sie schlossen sich so ebenfalls dem Altmeri-Bund an. Damit hatte das Kaiserreich Somerset, Valenwald und Elsweyr an die Talmor verloren,
während Morrowind faktisch für sich selbst sorgen musste und Schwarzmarsch ebenfalls das Kaiserreich verlassen hatte. Im Jahr 100 verschwand Arteum ein zweites Mal und im Jahr 122 wurde in Himmelsrand die Stadt Winterfeste durch den großen Zusammenbruch erschüttert und ein Großteil der einst mächtigen Stadt im Norden versank im Meer. Im Jahr 168 folgte der fünfte Kaiser der Mede-Dynastie, Titus Mede II., auf den Thron. Seine Herrschaft sollte bald noch mehr erschüttert werden als die aller seiner Vorgänger. Im Jahr 171 kamen Botschafter der Talmor mit einer langen Liste an Forderungen in die Kaiserstadt. Und als Titus Mede ablehnte, diese zu erfüllen, erklärten die Talmor dem Kaiserreich den Krieg. Der große Krieg hatte begonnen und die marschbereiten Truppen des Altmeri-Bundes, der schon damit gerechnet hatte, dass der Kaiser ablehnen würde, fielen zugleich in Cerodiel ein. Bald breiteten sich die Kämpfe durch ganz Cerodiel auf Hammerfell und Hochfels aus und das Kaiserreich wurde stark zurückgedrängt. Sogar die Kaiserstadt verloren sie an den Altmeri-Bund und erst mit der Schlacht des Roten Rings im Jahr 175 konnte Titus Mede seine Hauptstadt zurückerobern. Nach diesem Sieg ergab er sich allerdings den Talmor, da er glaubte, weitere Kämpfe nicht mehr gewinnen zu können. So wurde das Weißgold-Konkordat von den Talmor als Friedensvertrag diktiert, die das Kaiserreich damit effektiv geschlagen hatten. Als Teil dieses Friedensvertrags wurden die Klingen aufgelöst, die Anbetung von Talos verboten und die Talmor erhielten freien Zugang zum gesamten Kaiserreich. Und zu alledem sollte auch noch ganz Hammerfell an den Bund übergeben werden. Die Rotwardonen aber weigerten sich, von den Talmor beherrscht zu werden, zumal sie ohnehin der Ansicht waren, der Kaiser hätte weiterkämpfen und nicht aufgeben dürfen. So setzten die Rotwardonen schlichtweg den Krieg auf eigene Faust fort und wehrten sich weiter gegen den Altmeri-Bund und verließen damit das Kaiserreich ebenfalls, das nun nur noch aus Cerodiel, Hochfels und Himmelsrand bestand. Tatsächlich schafften es die Rotwardonen auch, sich erfolgreich gegen den Altmeri-Bund zur Wehr zu setzen. Und mit dem Abkommen von Strossmakai mussten sich die Talmor aus Hammerfell zurückziehen. Zur selben Zeit rief der Jarl von Markarth Ulfrichs Sturmmantel zu Hilfe und es kam zum Markarth-Vorfall. Auch die Dunkle Bruderschaft hatte zu dieser Zeit mit schweren Problemen zu kämpfen. Im Jahr 188 wurden während eines Angriffs von Piraten auf Vaerest das Versteck der Bruderschaft dort zerstört, ebenso wie die Zuflucht in Bravil, während der Bandenkämpfe von Skoma-Schmugglern. Während dieser Kämpfe starb auch Alisane, die letzte Zuhörerin der Mutter der Nacht, die nun von Cicero beschützt wurde. Er versteckte sich für einige Zeit in der Zuflucht in Shadenhall, doch auch diese wurde schließlich zerstört, weshalb Cicero im Jahr 200 nach Himmelsrand ging, wo die letzte Zuflucht der Dunklen Bruderschaft lag. Doch auch dort wurde es bald alles andere als sicher. Im Jahr 201 wurde Hochkönig Torik von Ulfrichs Sturmmantel im Duell getötet, woraufhin sich dieser als neuer Hochkönig von Himmelsrand in Windhelm krönen ließ. Das Kaiserreich und viele der Jarl von Himmelsrand lehnten Ulfrichs Anspruch allerdings ab, und so brach im Jahr 201 die Rebellion der Sturmmäntel in Himmelsrand aus. Und mehr noch, im Jahr 201 kehrte Alduin, das Ende der Zeit und der Weltenfresser, zurück, und mit ihm die Drachen. Dies stellt auch die Ereignisse von Elder Scrolls V Skyrim dar, als der Dovahkiin erschien und Alduin aufhielt. Zudem kam es im selben Jahr vermehrt zu Angriffen durch Vampiren des Volkihar-Clans, die versuchten, die Sonne zu verdunkeln, und Mirag, das erste Drachenblut, kehrte auf Solstheim zurück. Auch diesen Gefahren stellte sich der Dovahkiin und konnte sowohl die Vampire wie auch Mirag bezwingen. Und schließlich traf ein letzter, schwerer Schlag das Dritte Kaiserreich. Titus Mede II. Wurde durch einen Assassinen der Dunklen Bruderschaft ermordet. Was nach seinem Tod aus seiner Dynastie und dem Kaiserreich wurde, ist unklar. Ebenso wie der endgültige Ausgang der Rebellion der Sturmmäntel. Und wie es mit Himmelsrand, dem Kaiserreich und dem Altmeri-Bund weitergeht. Und was die Talmor planen, werden wir wohl erst in Zukunft erfahren. Denn nun haben wir mit dem Jahr 201 der vierten Ära den aktuellen Stand der Geschichte von Tamriel erreicht. Und damit auch das Ende unserer Reise durch Tamriel. Ich hoffe, dass euch dieses Finale zu unserem Lore-Projekt gefallen hat und dass ich euch durch diese Zeitlinie einen guten Eindruck vermitteln konnte, wann welche Ereignisse stattfanden. Vor allem auch, wann welche Elder Scrolls-Titel spielten. So haben wir Elder Scrolls Online und Redguard in der zweiten Ära, Elder Scrolls Arena, Daggerfall, Morrowind und Oblivion in der dritten Ära und Skyrim schließlich in der vierten.
Und wer weiß, in welche Zeit und zu welchen neuen Ereignissen uns dann in einigen Jahren Elder Scrolls 6 führen wird. Und damit verabschiede ich mich auch aus diesem Video, aus dem Finale von Elder Scrolls Lore und aus diesem Lore-Projekt. Wie immer könnt ihr mir auch hier eure Meinung zu diesem letzten Elder Scrolls Lore-Video in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke an euch alle und besonders an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei einem neuen Lore-Projekt.